Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Um nachhaltiges Wirtschaften, Entwicklungspolitik und Umweltschutz geht es von heute an auf einem UN-Gipfel in Rio de Janeiro. Vor 20 Jahren waren dort bei einer Konferenz erstmals Maßstäbe für eine globale Klima- und Umweltschutzpolitik gesetzt worden. Dieses Mal gab es schon vor Beginn der Beratungen Kritik am Entwurf der Abschlusserklärung. Umweltverbände vermissen verbindliche Zielvorgaben. Der Gipfelmarathon geht weiter. Nach dem G20-Treffen in Mexiko ist nun die Rio+20-Umweltkonferenz eröffnet mit einem eindrücklichen Appell. Rio+20 ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Zeit für uns alle, langfristig global zu denken. Die Weichen für ökologisches Wirtschaften und mehr soziale Gerechtigkeit sollen gestellt werden, so der Plan. Doch bereits gestern haben sich die 193 Teilnehmerstaaten auf eine Schlusserklärung geeinigt. Ein Kompromiss, der den Umweltschutz nur wenig voranbringt. Trotzdem zeigen sich EU und der deutsche Umweltminister grundsätzlich zufrieden. Wir haben es geschafft, ein Scheitern der Konferenz in einem frühen Stadium zu verhindern. Wir haben ein gemeinsames Papier, das nicht alle Wünsche erfüllt, wo wir aber sagen, darauf kann man aufbauen. Gastgeber Brasilien setzte in den Vorverhandlungen ganz klar auf das Thema Armutsbekämpfung. Das Prinzip der Green Economy soll dabei zum Tragen kommen. Aber konkrete Maßnahmen, beispielsweise zur Rettung der Regenwälder, Fehlanzeige. Große Enttäuschung bei den Umweltschutzorganisationen und Betroffenen, Proteste vor dem Konferenzzentrum. Die Welt steht am Abgrund. Wir haben 20 Jahre nach der zweiten UNO-Umweltkonferenz in Rio alle zentralen Ziele verfehlt. Und es passiert nichts, um endlich zu handeln, statt nur zu reden. Bis Freitag geht die Konferenz. Ob bis dahin das Abschlusspapier noch einmal überarbeitet wird, ist eher fraglich. Einen großen Wurf hatte wohl niemand von Rio+20 erwartet, denn der Gipfel wurde entschieden, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Am Ende bleiben wohl wieder einmal nur Kompromisse. Damit steht Rio+20 deutlich im Schatten des legendären Erdgipfels von vor 20 Jahren an selber Stelle. Unser Umweltexperte Werner Ecker zieht auf tagesschau.de Bilanz. Was hat die Konferenz in Rio vor 20 Jahren angestoßen und was ist daraus geworden? Im Schmiergeldprozess gegen den früheren Bayern-LB-Vorstand Gripkowski hat dieser heute, 8 Monate nach Verhandlungsbeginn, überraschend sein Schweigen gebrochen. Vor dem Landgericht München räumte er ein, für den Verkauf von Formel-1-Anteilen der Landesbank Bestechungsgelder erhalten zu haben. Dabei ging es um Zahlungen in Höhe von 44 Millionen Dollar, die er von Formel-1-Chef Ecclestone für das Geschäft bekam. Ich habe die Augen zugemacht, gar keine Frage. So gesteht Gerhard Gripkowski, dass er 44 Millionen US-Dollar Bestechungsgeld kassiert und über eine Stiftung in Österreich an der Steuer vorbeigeschleust hat und berichtet dann ausführlich über seine Rolle beim Formel-1-Geschäft der Bayern LB. Damals, im Jahr 2006, sollte er als Vorstandsmitglied der Landesbank deren Formel-1-Beteiligung zu Geld machen, die ihr in der Folge der Kirchpleite als Pfand zugefallen war. Das Geschäft klappte, der Verkauf an einen britischen Investor war aber nicht nur im Sinne der Bank. Bernie Ecclestone selbst, der im lukrativen Renngeschäft alle Fäden zieht, hatte sich diese Lösung gewünscht und von der Bayern LB 41 Millionen Dollar Provisionen kassiert. Gripkowski räumte heute ein, dass er diese hätte wegverhandeln können. Aber offensichtlich wollte der Bankmanager seinen künftigen Arbeitgeber nicht verärgern, denn er plante selbst als Berater in die Formel 1 zu wechseln. Dass er das im Gegenzug von Ecclestone gezahlte Beraterhonorar nicht versteuerte, dafür hatte Gripkowski eine merkwürdige Erklärung. Weil die 44 Millionen allein krebskranken Kindern zugutekommen sollten, glaubte der promovierte Jurist, er selbst sei nicht steuerpflichtig. Ob das Gericht ihm das abnimmt? Auf einen großen Strafnachlass kann er trotz Geständnis nicht hoffen. Grund dafür ist, dass das Geständnis zu Beginn des Strafprozesses einen hohen Wert hat und also zu einer erheblichen Reduzierung der Strafe führen kann, während nach Ende der Beweisaufnahme das Geständnis natürlich relativ viel weniger wert ist. Wahrscheinlich schon nächste Woche wird der 54-Jährige zu einer Haftstrafe verurteilt werden. Als Untergrenze nannte heute der Richter 7 Jahre und 10 Monate. Im Höchstfall, so sagte er vor dem Geständnis, werden es 9 Jahre sein.
Die Zerschlagung der WestLB wird für Steuerzahler und Sparkassen teuer. Die Abwicklung der Landesbank wird nach Angaben des nordrhein-westfälischen Finanzministers Walter Borjans etwa 18 Milliarden Euro kosten. Rund die Hälfte der Summe werde vom Land getragen, 3 Milliarden entfallen auf den Bund, 6 könnten auf die Sparkassen zukommen. Die WestLB muss auf Druck der EU-Kommission nach mehreren Rettungsversuchen zum Monatsende aufgelöst werden. Seit fast 20 Jahren sind die staatlichen Leistungen für Asylbewerber nicht angehoben worden. Damit beschäftigt sich nun das Bundesverfassungsgericht. Asylbewerber und Menschen ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht in Deutschland erhalten zurzeit etwa 225 Euro monatlich an Sach- und Geldleistungen. Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hält den Satz für zu niedrig und hat das Gesetz dazu dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Demonstranten heute vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie fordern mehr Geld für Asylsuchende und Flüchtlinge. Es geht um Menschen wie Medine Noyami. Ihr Asylantrag läuft. Zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn ist sie aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Das Geld, das der Staat für Essen und Kleidung auszahle, reiche kaum zum Leben, sagt sie. In manchen Bundesländern werden Sachleistungen und Gutscheine an Asylbewerber verteilt. In den meisten Fällen aber gibt es Geldleistungen von den Behörden. Allgemein gilt: Während ein alleinstehender Hartz-IV-Empfänger 374 Euro im Monat erhält, bekommt ein Asylbewerber rund 225 Euro Grundleistung, also etwa 40% weniger. Bei den Sätzen für Kinder sind die Unterschiede ähnlich. Dass die Beträge niedriger sind als bei Hartz-IV, kritisieren Flüchtlingsorganisationen. Wir sehen hier keine Unterschiede. Der Bedarf für Ernährung, Kleidung und auch Gesundheitsvorsorge ist bei allen Menschen der gleiche. Die Vertreter der Bundesregierung erklärten heute, man sei bereits dabei, das Gesetz zu überarbeiten. Wann genau es geändert werden könnte, sagten sie nicht. Sichern die aktuellen Beträge das Existenzminimum? Die Menschenwürde gelte nicht nur für Deutsche, betonten die Richter. Seit 1993 seien die Beträge nicht geändert worden, bei deutlich gestiegenen Preisen. Obwohl das Gesetz fordert, die Höhe jedes Jahr zu überprüfen. Vizepräsident Ferdinand Kirchhoff sagte in der Verhandlung, ein bisschen hungern, dann gehen die schon wieder, das kann ja wohl nicht sein. Selten äußerten Richter ihren Unmut so deutlich wie heute. Gut möglich, dass sie das Gesetz kippen. Das Urteil fällt vielleicht schon im Juli. Hannelore Kraft bleibt Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Sie wurde mit klarer Mehrheit wiedergewählt. Im Düsseldorfer Landtag stimmten 137 Abgeordnete für die SPD-Politikerin. Das sind 9 Stimmen mehr, als die rot-grüne Koalition hat. Gleich nach der Wahl legte Kraft den Amtseid ab. Morgen will die 51-Jährige ihre neue Regierungsmannschaft vorstellen. Der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks Assange hat Ecuador um politisches Asyl gebeten und Zuflucht in der Londoner Botschaft des Landes gesucht. Assange will damit verhindern, dass er von Großbritannien nach Schweden ausgeliefert wird. Dort werden ihm Sexualdelikte vorgeworfen. In der vergangenen Woche hatte der oberste Gerichtshof in London eine Wiederaufnahme des Auslieferungsverfahrens abgelehnt. Es soll beide Länder enger zusammenführen, das Deutschlandjahr in Russland. Auftakt war heute in Moskau mit Konzerten, Ausstellungen und einem riesigen Puzzle vom Selbstbildnis im Pelzrock des Nürnberger Malers Albrecht Dürer. Im Historischen Museum zeigt die Schau Russen und Deutsche, 1000 Jahre Geschichte, Kunst und Kultur, die gemeinsame Vergangenheit. In den kommenden 12 Monaten sind landesweit etwa 1000 Veranstaltungen geplant. Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da mit den Tagesthemen. Ingo Zambaroni fragt darin Achim Steiner, den Chef des UN-Umweltprogramms, was er von den Ergebnissen des Rio-Gipfels hält. Außerdem zeigen wir Ihnen ein fußballverrücktes deutsches Dorf in der Ukraine, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.